Yo Leute, was geht und willkommen auf dem Dotnation Kanal. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, ich habe mir ein neues Motorrad gekauft. Endlich wieder, habe lang drauf gewartet, ist ziemlich spontan gewesen, dass ich die gekauft habe. Es ist eine WR250X von Yamaha und ich glaube, wir schnacken einfach nicht so viel, sondern wir steigen einfach mal aufs Bike und fetzen eine Runde und dazu labere ich ein bisschen. Ja, warum habe ich sie mir eigentlich gekauft? Ich habe die von einem Kollegen von mir, der fährt die nämlich auch. Und den habe ich dann halt gesehen und der hat dann von mir ein paar Wheelies gemacht und dann habe ich halt irgendwie wieder extrem Bock bekommen, ein bisschen Motorrad zu fahren. Also ich bin jetzt ja nicht dieser Tourenfahrer, sondern eher dieser ein bisschen auf Wheelies üben. Und die wiegt halt echt extrem wenig. Laut meines Wissens wiegt die 250 weniger als die 125er WR. Ganz crazy, ich weiß nicht, ob das stimmt. Sonst schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich werde die jetzt auf jeden Fall demnächst noch kürzer übersetzen. Von 42 Zahn auf 47 Zähne hinten. Und dann soll die anscheinend ziemlich gut abgehen. Dieser Sumo Goons oder so wie der heißt, ich kannte den nicht. Ich habe den nur auf YouTube gefunden, weil der halt extrem viele Videos zu der Yamaha gemacht hat. Und die habe ich mir jetzt mal alle reingezogen. Und ja, war dann eigentlich begeistert von der Maschine. Weil ich bin so jemand, ich erkundige mich so todes über Sachen, bevor ich sie kaufe. Auch wenn ich zum Beispiel irgendwas kaufe, egal was es ist, Elektronikzeug oder so. Ich weiß meistens mehr wie die Verkäufer selber drüber. Ja, dann bin ich zu der gekommen. Die hat ein älterer Herr verkauft. Die hat erst 10.000 Kilometer oben. Ich bringe sie jetzt dann demnächst mal zum Service, dass sie halt Checkheft gepflegt weiterhin ist. Ich habe schon mal nachgefragt, wo der ungefähr liegen wird. Dann habe ich gesagt, ja okay, dann soll er mir auch gleich eine andere Übersetzung draufhauen. Aber da werde ich wahrscheinlich ein separates Video mal dazu machen, wie teuer so der Service bei so einer WR ist. Ja und wie gesagt, ich habe mir die gekauft, die ist leicht, aber durch dieses leichte Gewicht wird die wahrscheinlich richtig geil zum Wheelies fahren sein. Ich weiß nicht, wer von euch so einen David Boss von früher noch kennt. Und die DAZ hat der ja auch brutal gewheelt. Und die hat ja 39 PS und ist ein Vergaser. Und die hat jetzt 31 PS und ist ein Einspritzer. Und jetzt mit einer kürzeren Übersetzung wird die wahrscheinlich schon gut zum Wheelies fahren gehen. Da bin ich mal echt gespannt. Ich habe mir auch gedacht, ich nehme euch dann so ein bisschen mit, wenn ich ein paar Wheelies übe. Weil ich habe halt echt schon lange keine mehr gemacht. Und bin echt mal gespannt, wie ich mich so schlagen werde. Ich fange halt wieder komplett bei Null an und ich möchte halt diese richtig langsamen Wheelies können. Also so, ja, keine Ahnung, langsame halt auf jeden Fall. Ich kann euch die Maschine auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Die kostet halt echt ein Stück weniger als so eine SMCR oder 701. Klar, sie hat weniger Leistung und weniger Technik an Bord. Aber sie wiegt halt auch dementsprechend viel weniger und das war halt so irgendwie ein Kaufgrund. Es wird auf jeden Fall auch noch viel verändert an der Maschine. Andere Spiegel auf jeden Fall, die Handguards gefallen mir auch leider gar nicht. Der Auspuff ist zwar geil und schön und ja, schön, ja, ist in Ordnung auf jeden Fall. Aber es gibt auch noch so einen GPR, der soll anscheinend noch ein bisschen geiler klingen. Muss ich mich mal informieren. Und ja, so ein paar Sachen pulvern. Ich kenne da jemanden, der Jan. Der hat mir schon angeboten, dass der mir das macht, dass ich dann halt so Hebel und Handguards und Krümmerschutz und so, oder der Krümmerhitzeschutz, genau, dass der mir das dann alles macht. Das sind so meine Pläne zu der Maschine. Das sollte jetzt auch kein Riesenvideo werden. Falls ihr irgendwelche Fragen zu der Maschine habt oder sowas, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, dann kann ich immer dazu ein Video machen. Ich habe mir auch gedacht, ich könnte so ein Topspeed-Video noch machen, was sie jetzt fährt und was sie dann mit der anderen Übersetzung fährt und wie es aussieht mit Wheelies, ob es mit der Maschine, ob da Wheelies jetzt klappen oder ob ich da eine andere Übersetzung brauche. Da könnt ich auch dazu jeweils ein Video machen. Ich habe jetzt leider noch keine Wheelies oder so probiert, also ich kann euch da jetzt leider noch nichts sagen, weil ich die Karre halt echt jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen will. Bevor ich mich jetzt hier an Wheelies ranschmeiß. Vor allem bin ich jetzt schon echt lang nicht mehr Motorrad gefahren. Ja, das soll es zu dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao!